Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der nordfriesischen Marsch zusammen mit dem Tiger Sword und dem McManus. Moin. Moin. So, Mais haben wir gar nichts, oder? Nee, nein, gar nichts. Scheiße, dann ist natürlich das Problem bei den Schweinen. Du hast doch das Schweinefutter. Schweinefutter, ich wollte gerade sagen, wir haben ja Schweinefutter. Gesundheit. Gesundheit. Danke. So, dann ballern wir einmal Schweinefutter hier rein. Bei die Schweinis. Okay. Dann können wir gleich mal gucken, was Mist, was die, die Dünger und die Saatgutproduktion machen. Ich glaube, die Düngerproduktion brauchte, glaube ich, Mist und die Saatgut, glaube ich, Dünger. Ja, das erste war schon mal richtig. Ja. Kann aber natürlich auch sein, dass Saatgut jetzt irgendwie Getreide braucht, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir ganz kurz gucken, haben wir noch Saatgut? 583 haben wir im Lager. Das ist nicht viel. Nee, nee, braucht Dünger, ist korrekt. Also eigentlich beides. Und wenn wir, ich weiß nicht, wie viel Kraftfutter wir noch haben, da muss glaube ich noch Silage hin. Ja. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Schlauchzettel. Ah, okay. So einer bist du also, ja? Der Spicker! Ja, einer muss sich doch mal hier um das. Ne, weiß ja, um das kümmern, was anliegt. Da hast du recht. Vollkommen richtig. So, und da wir ja meistens planlos sind, also Physio und ich, und ich ja meistens noch mehr wie alle anderen, ja. Aber das liegt einfach daran, weil der Kopf nicht frei ist. So, nichtsdestotrotz haben wir hier bei der Schweinefutterproduktion Getreide, was fehlt. Das sollte aber kein Problem sein, das können wir direkt noch hinfahren. Kartoffeln oder Rüben, beziehungsweise sind hier drinne. Genau, das haben wir auch. Dass hier schön die Schweinefutterproduktion weiterläuft. Das ist wichtig. Ja, schon eine Menge Mist sehe ich gerade, ne? Bei den Kühen. Genau, das würde ich gleich mal direkt in die Düngerproduktion noch reinschießen. Und dann gleich mal noch Dünger, Saatgutproduktion. Weiß schon cool, wenn wir da unser eigenes Saatgut produzieren können. Sind ja geldtechnisch jetzt nicht so krass aufgestellt. Das war das Abladen von dem Dings, war das innen drin oder war das draußen das? Von dem Schweinefutter meinst du? Ja, war das drin sollen. Auch ganz normal reinkippen? Ja. Ja. Was gibt's Sinn, ne? So, war auch riesig, ich muss noch ein Stück zurücksetzen. Ja, ich hab's gesehen, ja, ja. Aber da war ja richtig gerade planlos, wo mein Rechner ausgefallen war. Was? Nochmal. Na, der Rübenernte gerade, wie planlos der gewesen ist, als ich gerade den Rechnerausfall hatte. Ja. Ja. Der ist hier einfach quer rumgefahren. Ich konnte nicht rein, weil du noch drin saßt. So, wir haben 186 Schafe, 86 Schweine und 26 Kühe. 5700 Mist, okay, also Mist haben wir auf jeden Fall reichlich. Das Problem ist, ich habe vorne keine Mistschaufel dran. Du kannst du doch wieder nochmal eine Schaufel machen. Nee, ich habe generell keine Schaufel dran. Achten der hier schon wieder, ey. Lass mal Getreide jetzt hier runterfahren. So, oh, wie flüssig das wieder läuft, ey, ist ein Träumchen. Jetzt mach mal, was du sollst. Weizen. So. Haben wir irgendwo eine Schaufel am Hof noch rumstehen? Ja, ne? Irgendwo war noch was. Fancy, ich hab hier eine. Die Feuer dran. Ja. Ist aber auch nur die kleine, ne? Ja. Nee, das ist die große. Ist die große? Mit 3,5, ja. Oh, ja. Kannst du gleich mal her tun, du Bobo. Kann ich machen, du Bobo.
So. Ansonsten erzähl mal was. Friesi. Oder Tiger. Nächste Woche beginnt eine sehr traurige Woche. Traurig? Traurig, ja. Sehr traurig. Kann auch sehr, glaube ich, sehr deprimierend sein. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt ansprechfähig bin, ey. Weil dann sagt die Jugend bye bye. 21. Schön, ja. 30. Ach so, ich dachte, du bekommst nicht deine Tage. Stimmt, du wirst ja 30. Kriegst du jetzt mal die Scheißschaufel? Ja, wo bist du denn? Am Hof. Ich bin, ja, musst du eben warten, wenn ich abgetankt, voll bin. Dann komm ich jetzt hin. Da wirst du 30. Das Gras ist ja an uns nicht eingeladen. Ja. Kann man doch nicht fassen, ey. Wenn ich dich einlade, willst du nicht kommen, ey. Aber schon alleine, selbst wenn ich dich einlade. Okay, komm. Also, du bist damit herzlich eingeladen hier auf meinen Geburtstag am Freitag. Nee. Hat die Schnauze. Nee. So läuft das nicht. Das kannst du vergessen. Mach mal bitte hier die Gabel vorne dran. Dann gleich. Ja, das fand ich. Ja. Ah, das ist. Eigentlich ist es schade, muss man sagen. Was? Dass du dich mal einlädst. Die Klappe, ey. Er hätte extra den Freitagslivestream ausfallen lassen, nur wegen dir. Ja. Ja. Tatsache ist das so, ne? Ich hätte gestreamt vom Physis Geburtstagsparty mit dem Handy. Auf dem Handy. Ohne Witz, das hätte ich mir sogar noch angeguckt. Na klar, aber hallo. Aber naja, lass mal das. Bringt ja nix. Was nicht ist, kann auch nicht werden. Ist halt nur sehr schade, ist ein bisschen enttäuschend halt, ne, für mich, also, weil ich habe halt gedacht, so, du bist halt, denkst halt so, naja, hier, naja, keine Ahnung, ist einfach schade, schade und enttäuschend. Ah, müssen wir doch noch eine Player spielen am Freitag? Diesen Freitag? Ne, nächsten. Nächsten war die Party, ne? Jo. Ja gut, wenn wir dann Chicken Dinner machen, gewinnen wir das Freezy, passt das schon wieder. Dem widme ich gar nichts, da hat ich mich eingeladen. Du siehst Freezy, ich hab's versucht. Freezy hat mich nicht eingeladen. Ich feier ja auch gar nicht. Ja, du hast gesagt, du fährst zu deiner Mom, was mit deinen Dudes? Ja, zu meiner Mom. Ja, weil du übelst eine Party machen willst mit deinen Freunden halt und so. Und ja, deswegen ist ja gar nicht wahr. Ich werde schön gechillt mit meiner Mom. Können sie gucken. Also Lügen macht es jetzt halt auch nicht besser, ne? Was? Naja. Ihr seht ja, Leute, ne? Das ist alles nur Business hier. Es ist alles nur Business. Auf was? Gibt's was? Keine Freundschaften. Das ist so ein Bo, das ist gar nicht wahr, Leute. Bist du eiskalt? Ja, das dürfte nicht. Also es gibt schon Freundschaften auf YouTube, aber halt selten. Ne? Das ist wirklich selten. Ich werde immer nur enttäuscht bis jetzt. Ja, ist klar. Alter, ey. Was denn? Alter. Was denn? Da fällt mir ja keine Ahnung, da fällt mir nichts mehr zu ein, ey. Aha. Interessant. Ich dachte, es gibt nur Business hier, ey. Naja, gut. Scheiß drauf, ist halt so. Halt die Schnauze, ey. Machen wir halt hier unsere Aufnahmen, zack, und danach geht wieder jeder seinen Weg. Und seinen Channel. Oh, traurig ist er da. Ihr seid solche Penner, ey. Wieso ich jetzt schon wieder? Na gut, aber
Man gewöhnt sich dran. Nach 4 Jahren YouTube, da hast du dich dran gewöhnt. Komm, ja. Ich bring dich ins Bett, warte eben. Ich schau ins Bett, Papa ist in 5 Minuten bei dir. Ich muss, bring mal eben schnell meinen Sohn ins Bett, ich bin gleich wieder da. Yep. So. Brum, 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 brum. So, ich habe jetzt hier schon gut Mist gesnackt. Den können wir. Was wollen wir mit der Gülle machen? Gülle gab es auch eine Aufbereitung, ne? Ja, beim Klärwerk müsste, glaube ich, Gülle aufbereitet werden. Klärwerk, ne? Ja. Oder ist er weg und ich brauche einen Abfahrer. Toll. Warte. Achso, Chat geswitcht. Aber wenn du schon drin sitzt. Du bist noch nicht drin, dann sitzt du selber noch dran. Lol. Ach. Das ist immer der Held der Arbeit, ey. Schon sagen, ey, hätte er jetzt drüben drüber gehauen, wäre ich jetzt ausgeflippt. So. So. Wir haben eigentlich genug Rüben. Dann haben wir erstmal ausgemistet. Sehr gut. Klärwerk können wir ja einfach nur zu Wasser machen, oder? Ja, wir das zu Wasser. Ja, gut, aber Wasser ist kostenlos, oder? Und daher gut, wenn man ohne Gräben spielt, ne? Dann wäre das Klärwerk natürlich zum Vorteil, ja. Ja. What? Oh, gut ausgewischt, muss man sagen. Ja. Leck mich am Arsch, ey. So, wieder da. Jo. Komm mal hier zum Rübenlagerfriese, kannst du noch mal ein bisschen was abtanken hier von mir? Ja. Wir scrollen wir mit unter. Der Rübenlager ist gemietet, ne? Nur zur Info. Also kann ich den quasi der zurückgeben. Ja. Aber so. ob die den noch zurücknehmen, so auf wie viel sie schon gegengefahren ist? Ich weiß nicht. Ach so, nee, Gülle kommt ja auch in die Düngerproduktion, sehe ich gerade. Ja. Na dann ist es doch besser, wie Wasser draus zu machen. Dünger ist mehr wert. Ja, vor allem brauchen wir Dünger ja auch für Saatgut, also von daher und fürs Feld. Richtig, 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 richtig. So, das heißt, wir schnabulieren uns gerade nochmal einen Anhänger und holen nochmal Dünger ab. Oh. Ja, genau. Holen nochmal Dings ab. Na, ihr wisst schon. Ernsthaft, ich muss die Sachen abhängen, damit ich sie zurückgeben. Echt? Ja. So, ich schnapp mir jetzt den Grubber und Grubber das Feld. Ich wäre auch gleich soweit, wenn du. Achso, ich weiß, warum ich es gerade nicht zurückgeben konnte. Bin nicht eingeloggt. Wie sehe ich. Kannst du auch machen, wenn du willst. Also. Ich hab grad eingeloggt. Ist mir egal, dann sehe ich an. Also. Ey, du kannst. Die Gruppen kannst du ja. Nein, darum geht's ja gerade. Ich wollte ja grubbern oder sollte ja grubbern. Weißt du, sonst kriegt er wieder Sand in der Muschi und dann wieder, ich möchte hier die Feldarbeit machen. Bin hier nur da, Feldarbeit. Wo ist du überhaupt der Grubber? I don't know. Ach, da, ja. Ich weiß wieder wo. Achso, das ist klar. Dann wollte die auf Feld 2 dann Mais drauf haben, ne? Wir Mais, ja, wir müssen Mais machen. Wir hatten hier auf Feld 1 schon angefangen zu grubbern. Sollen wir hier Mais drauf machen? So, wie sieht's denn überhaupt generell aus? Hallo? Es ist, ja. Es sind alle Felder abgeerntet gerade? Ja. Also 1, 2, 20 ist abgeerntet? Ja. Ja, dann könnten wir auf Feld 1 Mais machen. Ist richtig, ja. Ja, hier kann auch schon angesät werden. Die Sämaschine steht auch schon hier am Feldrand. Ja, das ist ja. Ja, dann komme ich dahin. Spannend auszusehen.
So, die Tiere sind eigentlich relativ fit. Nochmal Stroh hinfahren. Wir könnten auch. Ach, siehst du? Da fällt ein, zwei noch Stroh drauf. Ich weiß nicht, wo braucht der Stroh noch, was hier auf dem Feld liegt? Naja, wir haben, keine Ahnung, 800.000 Boom. Stroh. Warte, da können wir das ja mit untergruppern. So, Freezy, wo steht denn? Ach, da hinten ist sie schon. Sehe es schon, da hinten steht sie. Wir haben echt keinen Anhänger, ey. Aber, Ach, du meinst sie mit 50.000 Ladevolumen? So, welchen meinst du? Ja, genau. Dum, 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 Kann dum. man das ja nicht ausstellen, dass wenn irgendjemand bei Steam was spielt, online kommt oder was auch immer, Ja. dass es immer unten rechts aufploppt? Ja. Das kannst du ausschalten, ja. Dann hast du aber ein Problem, und zwar du kommst während des Spiels nicht mehr in dein Steam Overlay. Also du musst das Steam Overlay ausstellen. Dann kommst du aber, dann das ist problematisch, wenn du bei CSGO zum Beispiel Kisten öffnest. Als Beispiel einfach nur. Aber das werden wir in Ja. der nächsten Folge. Chicken Wicken. Ja. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut bei McManus vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen! Ciao.